Hallo zusammen, heute Abend habe ich mal wieder Bock auf eine Serie Rocket und ich bin dabei auch nicht alleine. Es ist ein richtiger Ansturm auf das Turnier und das ist natürlich großartig, denn der Jackpot schwillt in ungeahnte Höhen an. Andererseits heißt das auch, es ist kein leichtes Brot, sich hier durchzusetzen. In so einer Wochenwertung brauchst du inzwischen schon wieder schlapp 3000 Punkte und auch mit Streichergebnissen wollen die natürlich erstmal gespielt werden. Also bin ich die letzte Zeit richtig aus Gas draufgehüpft und das kann natürlich manchmal auch richtig nach hinten losgehen. Also waren einige Rohrkrepierer dabei und deswegen will ich jetzt vielleicht nochmal etwas ein wenig ruhiger angehen. Mal gucken, vielleicht habe ich da auch ein bisschen überzogen in den letzten Tagen. So, schauen wir gleich hier mal in das erste Spiel. Interessanter Aufschlag. Spieler in Hinterhand schnippelt. So, wenn mein Partner noch die Kreuz 7 dabei hat, dann wird er sie jetzt vielleicht spielen. Und da er die Farbe wechselt, gehe ich mal davon aus, dass der Kreuzkönig blank war. Und das sieht man natürlich auch daran. Spieler 1 hat Angst um sein Kreuz Ass, startet sofort mit dem Kreuz Buben. Ja, der Karo Bube, den sehe ich nicht so gerne. Das kann natürlich gut sein, dass mein Partner wirklich jetzt nur zwei Trumpf hat, aber das ist jetzt eine Geschichte, wo er auch mit der Herz-Dame noch den Stich gemacht hat. Das deutet vielleicht eher sogar wieder auf einen Fünftrümpfer hin, Herz-Ass-Dame und diesen Kreuz-Drilling. Dann muss mein Partner noch einen haben und vor allen Dingen, wie wollen wir sonst das Spiel schlagen? Also raus die Kreuz-10. Ja, da ist es doch, Trumpf 7. Ein Tick weit unerwartet, denn warum hat Spieler 2 auf den Kreuz-Buben den Karo-Buben gelegt? Aus Trumpf 7, 10, Karo-Bube. Da vielleicht nochmal einen Blick ins Trainingshandbuch werfen. Das ist einfach kein guter Zug. Die zwei Augen sind einfach nur weggeworfen, unnötig. So, jetzt klein. Was macht er denn jetzt? Ja, was ist das denn? Karo 10. Wieso opfert er denn jetzt die Karo 10? Natürlich ist das die Stechfarbe. Aber er kann doch von meinem vollen spielen. Einfach Kleinkaro. Ich mache noch einen Stich mit dem Trumpf, ich mache noch einen Stich mit der Kreuz-Dame. Ja, das ist irgendwie ein Tick weit mangelndes Spielverständnis, denn jetzt kommt der Karo-König. Ja, schön. Jetzt hat er noch Herz-10-König, aber der Herzstich ist gar nicht draußen, sondern der Kreuzstich. Und uns fehlen jetzt ein paar mickrige Augen. Und zwar gewinnt der Alleinspieler gerade mal mit 64. Also, zwei Augen mit dem Buben verballert und dann noch mal relativ sinnlos sechs Augen mit der Karo 10. Wenn er stattdessen den Karo König spielt, wenn er einfach eine Lusche spielt, machen wir wahrscheinlich hier sogar 10 Augen mehr. Aber sei es drum, das akzeptieren wir hier erstmal. Nehmen wir schon mal zur Kenntnis, dass hier nicht ganz scharf gespielt wird. Ja. Das ist natürlich erstmal nichts. Und jetzt greift Spieler 2 ins Geschehen ein. Mein Partner immerhin in Mittelhand auch nochmal einen Laut von sich gegeben. Nehmen wir es mal als gutes Zeichen. So, und zum Start der Liste dauert das alles noch ein bisschen. Ich glaube, alle sind noch dabei, sich so einen Tick zu sortieren. Meine Chance, noch einen Schluck von dem besten Hamburger Leitungswasser zu schnabulieren. So, was ist denn nun Trumpf? Lass uns hören, Spieler 2. Es ist so eine schwere Geburt. Na, wenn so eine schwere Geburt ist, ich denke mal, Kreuz auf den langen Weg, kurze Farbe. Ass König, keine gute Ausspielkarte. Kann immer mal sein, dass der Spieler da in der 10 sitzt. Also entweder Karo Dame ziehe ich in Betracht. Aber weil der nun lange überlegt hat, spiele ich jetzt mal aus dem Ass zu viert und da durch. Ja, und das habe ich mir natürlich nicht so gewünscht, dass mein Partner jetzt nur die 7 hat. Er kann ja jetzt nur die 7 haben. Mit der 9 wäre er rauf, mit 7, 10 müsste er auch rauf. Also müssen eigentlich 10 Augen gedrückt sein. Ja, jetzt hänge ich hier natürlich immer noch am Spiel. Gut, dann ja, leicht ist die Entscheidung nicht, aber spielen wir Herz weiter. Kann mein Partner vielleicht auch Karo abwerfen? So, das nenne ich jetzt schon die nächste heftige Überraschung, muss ich sagen. Er hat auch noch die Herz 9. Ja, warum ist er denn nicht auf die Herz 8 mit der 9 raufgelaufen? Dann müsste ich nicht hier aus dieser dusseligen Ausspielsituation immer die blöden Entscheidungen treffen. Ja, jetzt hänge ich weiter am Spiel. Der zweite Pik abgeworfen.
Ja, Lusche Dame auch ungewöhnlich. Schon möglich, dass der Spieler sogar noch die Pik 10 in der Hand hat. Vielleicht hat er sie auch im Keller. Schwer zu sagen. Ich kann das noch nicht so richtig deuten. Ich bleibe jetzt mal bei Herz. Ja, da fliegt Pik 10. Okay, dann würde ich mal sagen, die Beikarte in Pik ist geklärt. 10 Dame Lusche hat er relativ günstig abgeworfen. Jetzt noch ein paar fette Trumpfstiche bei meinem Partner, dann kann da immer noch was draus werden. So, den ersten lasse ich noch mal laufen. Ich hoffe, dass mein Partner dann auch wartet. Tut er auch? Ach du Scheiße, guckt euch das mal an. 7 Trümpfer mit 5 und Pik 9 Dame 10. Gut, dann war es natürlich egal, was mein Partner da gespielt hat. Ungewöhnlich allemal, also nach 2 Spielen würde ich durchaus sagen, da habe ich noch Neulinge am Tisch. Mal gucken, ob es mir zu Pass kommt. Das kann ja mal gut gehen, das kann aber auch richtig bitter werden, denn ja, viele von euch kennen das. Nichts fühlt sich eigentlich schlimmer an, als wenn du gegen vermeintlich schwächere Gegner dann auf die Rübe kriegst oder keine Karte hast. So, jetzt habe ich hier das Ding für 22 bekommen. Ass 10, Ass 10 und noch 2 Zehner, also 6 volle. Ich denke, das Ding muss man reizen. Die Findung schon wieder mies bzw. nicht dolle. Jetzt bin ich am Überlegen, aber ich denke, das Spiel ist trotz alledem zu stark, um hier mit der Herz 10 blank rumzuhühnern. Ich habe es einen Moment überlegt, denn Mittelhand hat die 20 geboten, aber wie ich sagte, mit der Beikarte ist das vielleicht ein bisschen zu frivol. Gerade dem Letzten habe ich mit einer ähnlichen Karte, die einen Tick schwächer war, mit der blanken 10 gespielt, und was passiert? Der Spieler mit den 4 Trümpf in der Hand haut sofort das Ass auf den Tisch, weil er es blank hatte. Und ich konnte das Spiel nicht gewinnen. Also hier drücken wir mal Standard und hoffen, dass es nicht ganz so schlecht läuft, dass wir die Kreuz 10 noch auf Herz verhaspeln können. So, Karo kommt raus. Okay. Spieler 2 braucht hier wieder lange. Kann natürlich sein, dass der sich noch hier in die Liste einfindet. Eben hat er ja. Ach du Scheiße. Houston, wir haben ein Problem. Der Spieler ist karofrei und wirft schon Pik ab. Das bedeutet nichts Gutes. Das bedeutet, dass wir dieses Spiel eigentlich nicht gewinnen können. Wie soll die Karte jetzt sitzen? Der hat ja wahrscheinlich 5 Trumpf dagegen und 2 Pik vielleicht nur, vielleicht 3, aber unwahrscheinlich. Ich war im Überlegen, ob ich Pik Ass ziehen soll, aber das ist egal. Spieler 1 wird sowieso wahrscheinlich nicht nochmal mit Karo antreten, und ob ich dann Pik Vollen heimkriege oder Karo 10, ist auch egal. Also, wir müssen die Trümpfe loswerden, aber es muss ein Wunder her. Eigentlich ist das eine Verteilung, die dieses Blatt wohl nicht aushält. Ich schwöre, ich hätte doch mit der blanken 10 spielen sollen. Nach dem ersten Stich, sagen wir mal. Da ist das relativ klar. Karo ist geklärt, Pik ist geklärt. Ja, jetzt kommt Herz. Und da geht natürlich nicht das Ass rauf. Jetzt die blanke 10. Das wäre mein Sieg gewesen. Dafür Pik 10 oder Karo 10 im Keller. Aber habe ich nicht gemacht. Gut, müssen wir also weiter kämpfen. So. Wir stehen auf 49 Augen. Also, wenn jetzt noch Pik 10 mit König durchgeht oder Karo 10 mit Bild, dann kann ich noch gewinnen. Aber ja, da sieht man es. Kreuz Bube. Also, Spieler 2 hat 5 Trumpf dagegen, 3 Unterjungs, und der hat jetzt natürlich, naja, vielleicht hat er noch einen Pik König. Dann hätte er aber aus dem König zu dritt im ersten abgeschmissen. Glaube ich eigentlich nicht. Glaube ich nicht, aber es hilft ja nichts. Wir müssen hoffen, dass Spieler 2 als letzte unbekannte Karte neben seinen 3 Trümpfen jetzt noch den Pik König hat und nicht das Herz Ass, aber das kann eigentlich nicht sein. Dann hätte er natürlich aus Herz Lusche König abgeworfen und nicht aus dem Drilling. Also Feierabend, da fliegt auch Pik König. Aufgabe, wir kriegen nichts mehr. Ja, willkommen im Skatlande. Zweimal komische Züge und dann selber ohne Wehr so ein Ding an die Rübe. Und es wäre wirklich nur mit der blanken Herz 10 gegangen, denn der Spieler hatte ja auch nicht mal ein Pikenbild in der Hand. Also, wenn ich einfach 20 drücke, dann wäre ich auch noch nicht hingekommen, weil ich auf Pik und auf Karo Ass nicht ein Bild bekomme. So, jetzt sind wir ein Spiel weiter. Ja, und dann ist natürlich ein Riesengrang dabei, der mir sehr wahrscheinlich aber auf diese kurze Distanz nichts mehr nützt, denn wenn du einmal hier einen 144er dir rechts aufgeschrieben hast, dann schaffst du das auf 12 Spiele sehr, sehr selten, das noch zu einem brauchbaren Ergebnis umzudeuten.
Obwohl natürlich dieser Gang ist ein guter Start. Der hat natürlich eine sehr gute Schneiderchance. Also erstmal hochstechen, Buben ziehen, dass da nichts passiert und dann direkt Herz unter durch. 10 Augen, okay. Nö, abschmeißen tun wir nicht. Wenn kein Karo-Stich draußen ist, dann ist Schneider frei ja sowieso nicht mehr möglich. Herz sitzt auch 2-2, also Rest bei mir, ein Stich für die Gegner, 96 Punkte zurück, haben wir nur noch minus 48, das ist ja schon mal die richtige Richtung. Und es geht weiter, es geht weiter. Ja, sollte es denn die Möglichkeit sein? In dieser Kategorie erkenne ich die Spiele natürlich und die sind logischerweise leichter vorzutragen als die ohne 5. Also gut möglich, dass hier nach einem tiefen Start im Keller jetzt ein schönes Hochhaus draus wird. Ich bin hier schon am Überlegen übrigens, ob ich Krank Hand mache. Spieler 1, ja, der Pik Hand ohne 2, der kann ja eigentlich, muss er Kreuz Ass dabei haben und an sich, naja, aber vielleicht hat er es dann doch zu dritt. Ich habe dann doch lieber reingeschaut. Ja, die Findung ist nicht dolle. Lille ist es nicht. Also wenn wir so drücken, Kreuz 10, Herz König, ist das Spiel jedenfalls so gut wie unverlierbar. So gut wie unverlierbar. Aber dafür ist dann auch keine Schneiderchance und wir stehen nicht gut. Also wir stehen so schlecht, würde ich sagen. Da drücken wir das Ding ruhig mal auf Schneider, hoffen einfach, dass Kreuz 2-2 steht oder das Kreuz Ass blank. Und dann könnte das die Variante mit sein, die zum Schneider führt. Andererseits, wenn es ganz, ganz, ganz ungünstig sitzt, kann man so natürlich auch mal ein Spiel verlieren. Und der Stich sieht natürlich nicht gut aus. Kreuz 7 und Dame sagt natürlich, Ass und König ist noch in einer Hand. Na, wenn Spieler 1 König 7 hätte, hätte er den König gelegt. Und wenn Spieler 2 König Dame hat, dann legt er auch den König. Also Spieler 1 muss an sich noch König und Ass haben. Okay, dann ist das mit dem Schneider wahrscheinlich nichts. Dann schnibbeln wir hier dafür in Karo und haben immerhin hier den Stich gespart, also gewinnen können sie auch nicht, aber den Schneider, den kann ich mir wohl abschminken, denn wenn Spieler 1 schon mit Ass König 7 in diesen Tiefschnitt geht, also auf die Lusche erstmal die 7, dann wird er sich natürlich erfahrungsgemäß auch an dem König festbeißen. Ist ja nun sein ganzer Stolz, dass er noch Kreuz Ass König hat. Und das wollen wir ihm natürlich auch gönnen. Hier sehen wir es schon, hat er sich die erste 10 schon blank geworfen. Ja, dann hat er wohl noch die andere 10 auch, ne? Pik 10. Und Kreuz Ass natürlich. So, wir sind wieder im Plus. Wir dürfen wieder mitspielen, haben das Recht zum Mitspielen wieder erworben. Aber das war natürlich ein bitterer Start, wenn so ein Spiel dann mal gelingt, erstmal ohne 5 und dann die beiden Grands hinterher, dann sieht das ganz anders aus, die Nummer. So, und nun muss ich aber auch erstmal wieder Pause machen. Bei 20 ein Karo. Also Pik Jung traue ich natürlich noch meinem Partner zu, aber ansonsten sitzt das Spiel ja offensichtlich aalglatt. Ich habe drei Trumpf, nirgendwo ist eine Farblänge zu sehen. Gut, hoffen wir mal, dass er vielleicht in irgendeinem wilden Ding mit der Pik 10 zu dritt steht oder so. Also auf erstmal spielen wir jedenfalls unserem Partner mal in Hinterhand was frei. Okay, Kreuz Ass nimmt er direkt raus. Na, wenn er da mal nicht dem Spieler die 10 freigespielt hat. Oh, und jetzt wechselt er die Farbe. Ungewöhnlich. Warum kommt jetzt Pik, warum kommt nicht Kreuz hinterher? Kann ja eigentlich nur blank sein. Gut, dann will er hier stechen. Was ist denn das? Was zum Geier ist hier los? Frage ich Spieler 2. Wieso spielt er nicht Kreuz nach und greift dann in Lusche Dame auch noch die Lusche? Da sollte man doch dann, wenn das Ass nicht da ist, wenigstens das Bild spielen. Jetzt holt also Spieler 1 mit der bestellten 10 17 Augen, während wir mit dem Ass tatsächlich nur 11 Augen gekriegt haben. Also das ist ja wirklich, manchmal ist es nicht zu glauben. So, jetzt stehen wir auf 39. Okay, naja, der kann natürlich eigentlich gar kein Herz mehr haben. Aber was soll's, 39, sinnlos mal die 10 rein und ah, was ist das denn? Das gibt's doch gar nicht. Gewinnen wir das Spiel immer noch mit 60?
Weil das so eine Graupe war, der hat Kreuzlusche dabei, der hat Herzlusche dabei und die bestellte 10. Also hätten wir auch noch mehr machen können, aber immerhin hat es noch für 60, nee, sogar für mehr hat es gereicht, für 64. Das war ja wirklich ein Grottenspiel. Also, Spieler 1 hat sich auch erstmal ein bisschen ins Abseits gekickt. Da habe ich jetzt immerhin hier schon einen Leidensgenossen am Tisch oder einen Gefährten, könnte man auch sagen. Nur Spieler 2 steht noch zu 0. Ja, und wie ich auch, nach dem Verlustspiel kontert der Spieler 1 hier erstmal mit einem Grang. Gut, schauen wir mal, was der Wert ist. Okay, Kreuz Ass Stechfarbe gefunden, und Jungs kommen verteilt. Naja, dann geht er jetzt natürlich über die Dörfer. Okay, zwei Bauern, viermal Herz. Das läuft, dann wird er wohl auch noch beide Asse dabei haben. Gut, sollten wir rauskommen. Sollten wir rauskommen, aber mein Partner versucht hier offenbar den Pik König zu dritt zu halten. Gut, okay, wir haben noch keinen Stich. Er befürchtet sonst Schneider Schwarz. Ich sehe natürlich, dass ich hier die Zehner habe. Von daher war das jetzt eher unnötig. Ja, 90 Augen. Pik König hätte er nicht halten müssen, wobei das geht jetzt eher mal als Unglück durch. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir sind hier in Spiel 7. Guckt euch den Stand an, da kommt wieder keiner vom Fleck. Keiner kommt auf den grünen Zweig. 130, 214, 114. Gut, Spieler 2 noch am ehesten, aber der hat natürlich auch noch nicht so richtig die Spielanteile, die du hier so brauchst. Gut, Endspurt also, beziehungsweise langsames Einbiegen auf die Zielgerade. Mit dem nächsten Gang von Spieler 1. Jungs hüpfen widerartig. 14 in Karo. Okay, den siebten Karo habe ich mit Karo Dame. Ja, und da ist schon Abklapp. 29, gut, der war jetzt leicht zu spielen. Ass Lusche, Ass Lusche, Ass 10 zu 4, Kreuz und ein roter Bube, Buben fielen, also Grang Schneider, und damit nimmt Spieler 1 hier die Führungsposition ein. Ja, sieht ehrlich gesagt nicht so aus, als ob hier bei mir noch viel passiert. Das ist natürlich auch wieder nichts. Die anderen Kollegen sind schon deutlich über 30, also da muss ich auch wieder den Schnabel halten. Ja, also aktuell bin ich hier gerade im Rocket-Turnier nicht vom Glück begünstigt. Ein wenig Fortunas Hilfe brauchst du beim Skat ja auch immer mal, gerade über die kurze Distanz, aber das wird auch irgendwann wieder gelingen. Wenn nicht jetzt, dann demnächst oder dann ein andermal. Allerdings tatsächlich letzte Woche habe ich auch einiges an Versuchen investiert und es war nichts zu machen. Ich habe dann am Freitag, glaube ich, das Handtuch geworfen. Dafür ist dann die Beteiligung auch zu hoch, dass man mit einem schlappen Ergebnis irgendwas wird. Man braucht schon starke Ergebnisse Richtung 3000 Punkte und da war am Freitag noch nicht mal dran zu denken. Ich hatte, glaube ich, nur ein Ergebnis über 500 überhaupt in diversen Versuchen, und auch in dieser Woche ist noch nichts geglückt. Während Spieler 1 jetzt hier den dritten 72er in Folge aufs Parkett legt und damit tatsächlich noch mal abgeht, wenn er jetzt noch eins davon macht, dann kann er die 500 noch knacken, und ab dann wird es hier natürlich interessant. Ab 500 Punkte, sage ich mal, kann das ein brauchbares Ergebnis für die Wochenwertung werden. Ja, meine Karte sieht irgendwie ziemlich tot aus, muss ich sagen. Also da rührt sich nicht viel. Das war am Anfang einmal auf die Fresse, dann zweimal wieder aufgemuckt und jetzt ist nur noch Zuschauen, und da ist schon wieder ein Grang bei 24. Ich sag's ja, wenn Spieler 1 jetzt noch so ein Ding hinlegt, dann ist er noch gut im Geschäft. Ja, und wenn mein Partner hier 0 gereizt hat, dann werden wir wahrscheinlich auch nicht viel beißen. So, Kreuz 10. Jetzt bin ich natürlich so ein bisschen, ja,
aufgewacht. Kann das sein, dass Spieler 2, also mein Partner, hier den Kreuz gereizt hat und das Ass selber hat? Warum sollte Spieler 1 sonst so einen komischen Bluff machen? Gut, ich werfe hier erstmal das Karo Ass mir blank, kann auch verkehrt sein. Kreuz Dame will ich trotz alledem noch mal behalten als Rückspielkarte, und die Zehner zu dritt, ich weiß auch nicht. Ich hatte das Gefühl, Karo Lusche ist vielleicht eine gute Idee. Okay, nach dem Stich bin ich noch nicht viel schlauer. Wir haben 21 mitgenommen. Ja, und ich teste einfach mal, wer jetzt das Kreuz Ass hat. Entweder ich spiele den Spieler wieder ein, oder mein Partner kommt dran mit 18 Augen auf 39. Okay. Was wird er jetzt für eine Idee entwickeln? Oh, was ist das denn bitte für ein Grang? Jetzt schlägt's 13, Potzblitz. Was soll denn der Spieler da noch haben? Herz Ass habe ich noch. Das muss ja ein gruseliger Grang sein. Also rein mit der 10 Richtung 60. Nee, hat er nicht. Hat er noch eine Herzlusche? Und hat er etwa nur Karos dabei? Ja, 60. 60. Was war das für ein Grang, meine lieben Freunde? 60 brauchen wir uns nicht viel einbilden. Wir haben ja eigentlich eher so das Minimum geholt. In Karo hat der Spieler König, Dame, Doppellusche. Dann hat er Kreuz, König, 10 und eine Herzlusche. Keinen vollen gedrückt. Gut, jetzt war es natürlich schon wichtig, dass wir hier im Endspiel die 21 auf den Tisch legen, um das Spiel zu biegen. Karo Ass blank stellen war gar nicht so genial. Ja, und jetzt sind wir hier alle im Niemandsland, im Tal der Tränen. Spieler 1, der Einzige, der hier noch was hätte werden können, hat sich auch eine Packung gezogen. Vielleicht hat er das Spiel ein bisschen überzogen, weil er drei Jungs hatte. Denke ich mal, dass er sich da den Null nicht angucken wollte. Das dürfte aber dann im Skat auch nichts Dolles gelegen haben. Ja, das sind jetzt die, das ist die wilde Show von Spieler 1. Der macht jetzt hier, glaube ich, schon das sechste Spiel an der Schnur, ne? Können wir uns gleich noch mal angucken. Aber er hat jetzt wieder sich ein bisschen eingefangen, umdisponiert auf Karo. Also die Zeit der Grangs ist vorbei. Ja, und dann gucken wir mal. So, geht da was? Trumpf steht nämlich wieder 3-3. Da kann ich dann in Kreuz auch mal alles auf eine Karte setzen. Aber ein Kreuz ist gedrückt, ein Kreuz noch bei meinem Partner. Der siebte Kreuz wird auch abgeworfen, Trumpf steht artig. Ja. Gut, ich würde mal sagen, Spieler 1 noch Pik Ass blank und Herz 10 bestellt. Ne, wahrscheinlich machen wir sowieso nur noch den einen Stich, gewinnen können wir nicht. Ich denke mal, vorsorglich gehe ich noch mal mit dem König rauf. Falls ich mich da vertan habe, nee, ist aber genau richtig. Ja, okay, kriegen wir jetzt noch einen 31er Stich hinten raus, aber das Spiel wird auch gewonnen. So, letztes Spiel, und wie ich gesagt habe, 6 am Stück von Spieler 1, allerdings auch 2 verloren. Das ist die Kehrseite der Medaille. Und damit würde ich sagen, sind wir hier ein fleißiger Jackpot-Einzahlungstisch. Alle tun was rein, keiner kann hier was mitnehmen. Aber die Gewinne, 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 die kommen ja in diesem Turnier später. Okay, das, meine Lieben, ist sicher ein dankbares Ende. Hier noch ein schnelles, schmerzloses Spiel, null Ouvert ohne Knochen, den schenken wir hin. Und damit habe ich es dann auch hier überstanden. Das war ja eine Liste mit einem relativ geringen Spaßfaktor, zumindest hier für mich aus der Spielersicht. Ich hoffe, es hat euch nicht so viel Schmerzen bereitet wie mir und ihr hattet trotzdem ein wenig Freude damit. Dann verabschiede ich mich, wünsche euch einen schönen Abend, bleibt schön am Ball, lernt immer schön Skat, spielt schön Skat und wie immer wünsche ich euch natürlich gut Blatt.